Ja, ich bin Jürgen Zander, bin ehrenamtlicher Busfahrer des Bürgerbusses im Amt Hüttener Berge. Wir fahren dort die wichtigen Orte und Zentren an, insbesondere Einkaufszentrum ist ganz wichtig. Und der Zopp in Eckernförde ist ganz wichtig für den Besuch von Ärzten. Mittwochs und samstags pendelt der Bürgerbus zwischen Eckernförde und den umliegenden Dörfern. Mindestens einmal im Monat sitzt Jürgen Zander am Steuer. In einer Schicht fährt er insgesamt 6-mal hin und her und legt dabei rund 180 Kilometer zurück. Ich bin jetzt 2 Jahre dabei und ja, macht mir nach wie vor Spaß. Und es ist immer sehr schön, sich auch mit den Leuten zu unterhalten, auch gerade mit den Älteren, die dann auch sehr schön Platz sprechen. Das ist eine Bereicherung für einen selber auch. Und ich denke, wir tun was Gutes für die Bewohner auf dem flachen Lande, die nicht mehr mit dem Auto selber fahren können. Hans-Jürgen Falkenstein aus Bünsdorf nutzt den Bus regelmäßig und ist begeistert von Zanders Einsatz. Das ist eine sehr schöne Einrichtung, wenn man 3-mal am Tag die Möglichkeit hat, nach Eckernförde zu fahren, Einkäufe zu tätigen, Arztbesuche zu vollenden und dann wieder problemlos zurückzufahren, finde ich das also fantastisch. Und alle Hochachtung den Ehrenamtlichen. Zander fährt, kassiert, hilft beim Ein- und Aussteigen, führt das Fahrtenbuch und hat für seine Mitfahrer immer ein offenes Ohr. Die Olsens aus Holzsee sind Stammgäste im Bürgerbus. Für sie bedeutet die Verbindung ein Stück Lebensqualität. Bis nachher, ne? Ja, gut. Tschüss. An Herrn Zander das Besondere ist, erstmal kennt man sie. Er wohnt ganz in der Nähe bei uns. Man sieht sich, man grüßt sich. Er ist nett und freundlich als Fahrer. Alles wunderbar. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.